So, wir haben den Hammer auf jeden Fall bekommen. Ja, von den dicken Elite-Mobs. Und jetzt müssen wir noch da hoch und den Gong schlagen. Dafür habe ich extra umgeskillt, weil wir müssen nur durchstealthen. Und wir haben extra Meister der Täuschung mitgenommen. Wir haben Prep mitgenommen, damit wir noch einen Vanish haben. Und wir sind ein bisschen schneller im Stealth. Soweit ich mich erinnern kann... Ja, ich werde nochmal kurz hier einen Buffhut reinhauen. Soweit ich mich erinnern kann, gibt es da Wölfe. Ich bin nur nicht sicher, ob diese Wölfe da oben, ob die Stealth Detection haben. Denn normalerweise sind Wölfe oder so Wachhunde in WoW, die haben immer Stealth Detection. Darum bin ich mir nicht sicher, aber wir werden sehen. Ich werde ja einfach sehr gut dodgen, hoffentlich. Und wir müssen bis da nach oben. Und auf der Spitze gibt es dann einen Riester-Mob. Den dürfen wir auf keinen Fall taggen. Der macht einen Hex. Ja, der macht dich zum Frosch und dann bist du dead. Also den dürfen wir auf keinen Fall irgendwie taggen. Man kann aber wohl warten, bis der drinne ist. Und dann müssen wir nur den einen Loot hier sammeln. Und wir dürfen nicht an die Fackel laufen, sonst kriegen wir Damage. Und dann sind wir aus dem Stealth draußen. Lila Lotus. Nehme ich aber lieber nicht mit. So, wir gehen ja mal hoch. Einmal nach oben, nach oben. So, einmal hier vorbei. Das Gute ist, wir sind Level 48, aber wir sind ein bisschen über den Level, über den Mobs hier gerade. Und dadurch haben wir halt weniger Chance, entdeckt zu werden. Was sehr, sehr gut ist. Und dadurch haben wir schnellere Bewegungsgeschwindigkeit im Stealth. Können wir einen Supermove machen? Jo. Natürlich können wir das. Viel Spaß im Lurk, kugelsicher. Viel Spaß und danke fürs Reinschauen. Danke fürs Lurken auch. Gönn dir deinen Kaffee. Okay, hier müssen wir nach links, oder? Ich glaube, hier geht es nach links und da sind die Hunde. Ich glaube, von diesen Hunden müssen wir ein bisschen aufpassen. Okay, wie gehen wir da am besten lang? Da ist der Hund. Ich weiß nicht, ob der sich noch bewegt. Den können wir ablenken. Der Hund bewegt sich, aber nicht wirklich. Wir gehen mal hier vorbei, würde ich sagen. Let's try. Okay, das ging. Sehr gut. Es sind nicht alles krasse Elite-Mobs hier, ne? Wenn ich einmal aus dem Stealth komme, ich bin weg. Weil machen die alle Dots drauf. Also nicht die machen keine Dots, aber der hier zum Beispiel, glaube ich. So, nächste Etage. Normalerweise macht man diese Quest ja mit einer Gruppe zusammen. Ja, ihr geht zusammen hoch und cleart alles. Aber in dem Hardcore-Modus mit dem Add-on sind halt Gruppen nicht erlaubt. Deswegen gehen wir alleine hoch. Und ich bin sehr froh, dass wir umgeskillt haben. Ich meine, es kostet natürlich uns 15 Gold insgesamt. Weil wir ja für 5 Gold rüber specken und nochmal 10 Gold zurück specken. Ich habe auch schon mal umgespeckt darum. Aber wenn ich mir überlege, 15 Gold oder sterben, dann falle ich lieber die 15 Gold. So. Einmal hier vorbei. Da ist ein Balkabzieher. Die haben ein Gift dabei. Und die haben einen, also die Schattenjäger haben einen Shadow Word Pain und die Dinger hier haben einen Gift. Also das sind die ekelhaftesten Mobs für mich. Wenn die mich sehen, kann ich nicht mehr stealthen. Das wäre das größte Problem. Die Kosten fürs Umspecken, ich glaube, die resetten nach ein paar Wochen, wenn du nicht umgespeckt hast. Das dauert eine Weile leider. So, dreh dich um. Komme ich hier vorbei, ist die Frage. Ich warte mal, bis er sich umdreht. Ihr wisst ja, wenn ihr hinter dem Mob seid, dann sehen sie euch nicht. Ne? Das ist ein bisschen wie Metal Gear Solid. Okay, hier war ich mir nicht sicher. Ich glaube, wir müssen noch einen weiter hoch, oder? Ich glaube, einen weiter hoch und dann links. Ist das gewesen. Und wir müssen diesen Hammer hier ballern. Und ich mache den mal auf den Keybind. Wir machen ihn mal auf das G. Ja, das G habe ich sonst mal in Target-Makro, das brauchen wir gerade nicht. Und dann müssen wir hier lang. Das ist, glaube ich, der Weg hier. Und der Plan ist es sein, wir werden, da gibt es einen Mob. Ich habe einen verbesserten Zap. Ja. Der kann uns wieder in Stealth bringen, wenn wir die Chance haben. Ich glaube, hier ging es lang, oder? Ja, da ist der Altar. Der kann uns wieder in Stealth bringen. Aber auch nicht. Also wir müssen ihn zappen. Er darf nicht widerstehen. Ne? Er darf nicht widerstehen. Und hier ist ein Caster-Mob drin. Es gibt kein Reset. Also ich weiß zumindest, irgendwann hast du weniger Kosten, wenn du lange Zeit nicht umgeskillt hast.
Zumindest in TBC. Ich weiß nicht, ob es hier auch schon so ist. Und da ist diese üble Hexerin. Aber die ist gerade drin. Sollen wir durchziehen? Wir ziehen durch. Komm, wir machen einfach. Wir ziehen aber durch. Sie ist gerade drin. We did it. Wir haben ihn. Das reicht, oder? Mehr brauchen wir nicht, oder? Leute, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Wir müssen nur noch einen Ruhestein finden. Okay, da mein Ruhestein Cooldown hat, müssen wir leider hoffen, dass unser Elixier hier einen Slowfall gibt. Wir haben 10 Stück. Kein Slowfall. Wir brauchen Slowfall. 8 Versuche noch. Noch 7 Versuche. Noch 6 Versuche. Bitte, bitte. 5 noch. Noch 4. Noch 3. Da ist er. Und auf Wiedersehen. GG, wir haben es geschafft. Hammer von Zulfarak auf dem Hardcore-Charakter eingesammelt.